Okay, fragen Sie den User, ob er geklickt hat. Fängst du jetzt an zu weinen? Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Ich merke gerade, ich habe was vergessen, aber das hole ich sofort, Leute. Wir sind heute wieder bei Asozialer Supporter. Mit dabei ist der liebe Sandor 222. Hi. Deine Nummer dahinter erinnert mich immer, als würde ich einen Krankenwagen anrufen wegen 112 und so. Also ist ja fast 222. Dann ist ja gut, dann vergisst du wenigstens die Nummer, ne? Genau, perfekt, Leute. Wisst ihr jetzt auch, wenn ihr irgendwie in Gefahr seid oder sonst was, warum steht der Stuhl eigentlich noch hinter mir, weil ich gerade erst den Tisch hochgefahren habe? Tischstuhl. Lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Bock auf asozialer Support habt. Ich habe meine Brille nämlich vergessen, die muss ich jetzt gleich holen. Ich bin heute als Dennis unterwegs, habe den lieben Mod-Rang und hier natürlich den Team-Rang. Und wir warten mal, bis jemand in den Support kommt, den wir dann wieder ein bisschen verarschen. Und, aber warte, ich kann die, guck mal, die liegt hier direkt. Ich kann die coole Mindsucht-Brille heute nehmen. Oh, Leute, die Mindsucht, das steht hier so an der Seite, Mindsucht.net. Kann man wahrscheinlich nicht lesen. Aber du hast keine coole Mindsucht-Brille, oder? Nee, ich habe keine coole Mindsucht-Brille, leider, da bei Gamescom waren. Ja, ich habe eine coole Mindsucht-Brille, Leute. Halt einmal. Herzlich willkommen, Mindsucht-Support. Was kann ich für euch tun? Hallo, gerade eben in dem Channel sind drei Leute gekommen, die ganz viel Scheiße gemacht haben. Die haben dann ganz viele Musik, also bitte voll nicht, laut nicht beleidigen hier, okay? Also wir sind im Support, danke. Okay. Was ist passiert? Du hast gerade so schnell geredet, dass es... Ich komme mir vor, als würde ich auf YouTube die Wiedergabegeschwindigkeit auf 2 stellen. Okay. Da sind zwei Leute in den Channel gekommen. Ja. Und die haben halt... Bisschen langsamer. ...voll laut Musik abgespielt und... Ich habe es immer nicht verstanden, dass es... Hey, komm, redest also du immer so schnell, oder? Oder was? Nein, der andere. Der heißt Bennett oder so. Und das war halt voll laut und das hat uns alle gestört. Okay. Und dann verlässt er wieder und tritt wieder bei und macht's wieder und wieder. Kannst du uns die Identität mal reinschicken oder so? Der heißt Bennett oder so. Ja, dann müssten wir jetzt aber im Support, im Teamspeak gucken. Wir sind ja auch nicht hier da, um irgendwie zu gucken. Musst du ich uns schon den Namen schicken. Reingeschrieben, wie der heißt. Bennett oder so. Okay, warte mal. Können wir mal gucken, ob wir den finden? Da unten. Ja, der ist aber offline. Also, Offline-Leute können halt schlecht was machen. Okay. Ja, ich weiß nicht, willst du uns verarschen oder wie? Nein, der hat wirklich Musik abgespielt. Also ich glaube eher, dass du uns ja hier hops nehmen willst, also... Das Problem, also du weißt du, das Problem ist, hier kommen immer so Leute rein, die einfach irgendwas behaupten und so weiter und dann sind die Leute immer offline. Mann, der hat wirklich gemacht. Fängst du jetzt an zu weinen? Okay, Leute, ich glaube, er weiß, dass wir bei asozialer Supporter sind, deswegen... Ja, also ich würde den Schnuller jetzt mal aus dem Mund nehmen. Ich glaube, du weißt, dass wir bei asozialer Supporter sind. Herzlich willkommen, ich bin der liebe FloX. Ist es okay für dich, wenn du im Video bist? Ja. Du wusstest das, oder? Das ist herausgefunden. Weil ich glaube, so schnell fängt man dann doch wieder nicht an zu weinen. Okay, Leute, okay, Kindergeld. Wie gesagt, der ist jetzt leider offline, deswegen können wir natürlich jetzt nichts mehr gucken oder beweisen. Ja, beim nächsten Mal gucken wir dann, ob wir schneller reagieren können, okay? Okay. Ciao, ciao. Die Leute gibt es natürlich auch, die einfach, ja. Ja, also man erkennt es halt manchmal auch bei Asozial Supporter. Ich meine, Leute, die wirklich meine Videos, Abges Videos und Flo's Videos so gucken, weißt du, die checken ja, dass das asoziale Supporter ist. Aber so manche Leute, die kommen halt einfach, die gehen so zweimal im Jahr in den Support und denken halt dann, die kriegen dann normalen Support und dann kommen wir so. Bei den Leuten ist es halt am meisten Spaß, aber wenn die halt direkt anfangen zu weinen, also welcher Mensch fängt bitte direkt an zu weinen, wenn man quasi, wenn man ihm nur behauptet, dass er uns, nee, also. User was moved to your channel. Hey Kuschel, willkommen im Support. Hallöchen, ich wollte fragen, wie das mit dem privaten Servern funktioniert, weil jedes Mal, wenn ich einen Gun-Game-Server aufmachen möchte, lädt es nur. Entschuldigung, kannst du ein bisschen lauter sprechen, man versteht nämlich gar nicht. Ein bisschen langsamer, also weil, es war gerade eben schon jemand, der hat zu schnell geredet. Entschuldigung. Also, jedes Mal, wenn ich einen privaten Server aufmachen möchte, lädt es nur und es passiert nichts. Ich wollte mal fragen, was man dagegen machen kann. Okay, hast du dir denn private Server überhaupt gekauft? Also, hast du überhaupt die Möglichkeit, private Server zu erstellen? Ja, ich bin Hero Rang.
Hero-Rang, okay. Nee, ich kann mal gucken, also wir haben ja so Anleitungen dazu, so ähnlich wie IKEA, was wir machen können, falls das nicht funktioniert, müssen wir ganz kurz die raussuchen. Warte, ich guck kurz. Ich habe die, glaube ich, hier liegen. Welche Seite war das? Seite 43, wenn... 43, warte, ich bin auf 20. Okay, kurz nochmal nachgucken. Hier. So, also, okay, also erstmal, wir haben nachgefragt, dass du das Recht auf jeden Fall hast. Das ist schon mal gut, also du hast ja einen Hero-Rang, der sollte das ja können. Okay, das, dann hast du, bist du zu dem, warte, wir machen das mal nach. Okay, du kannst das ja einfach mitmachen. Dann bist du zu dem Village, also zu deinem Skin da, da steht ja quasi dein Skin, steht privater genau. Server drüber. Da stehst du gerade vor. Genau. Okay, warte, ich muss mal ganz kurz hier stehen. Ein paar Leute im Weg, so. Okay, also stehst davor und dann, ja, dann nicht, also ist egal, was du, warte, kannst du, also genau, hier steht rechts oder links klick, das ist egal, also du nicht die Mausrad, sondern rechts oder links klicken. Ich kann nicht auf den Villager, weil du davor stehst. Ne, der YouTuber, ich kann nicht auf den, ach, Moment, ich muss mal die Lobby wechseln. Wo bist du denn gerade auf der Seite? Ah ja, da steht gerade ein YouTuber rum. Ja, deswegen kannst du nicht, da musst du auf normale Lobby gehen. Genau, jetzt habe ich das Menü offen. Genau, und da kannst du jetzt zwischen Skywars, Bedwars und so weiter auswählen. Und dann musst genau. Du, und unten rechts gibt's auch irgendeinen Button, wo du halt das stoppen kannst. Das steht auch hier in der Anleitung. Okay, fragen Sie den User, ob er geklickt hat. Okay, hast du jetzt auf eine Sache, was willst du denn überhaupt für einen privaten Server erstellen? Ich möchte einen Gun-Game-Server aufbauen. Gun-Game. Okay, dann müssen wir ganz kurz, muss ich ganz kurz eine Seite weiter hier. Gun-Game-Server. Okay, dann musst du auf die Holzaxt klicken. Also das ist quasi so ein Stick. Und da ist halt so ein wie kann man eine Holzaxt beschreiben? Also da ist halt so ein Beil dran aus Holz. Da musst du halt draufklicken. Hab ich. Hast du? Also ja. das wo, halt, ja, eine Holzaxt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist, deswegen. Natürlich. Okay, und dann kannst du jetzt auswählen zwischen den Maps. Also da sind jetzt die Maps. Warte, hier, nächste Seite, sorry. Also zwischen den Maps musst du jetzt auswählen. Und zwar halt, hier steht, genau, wir haben im Moment Waterlands, Bikini Bottom und Koralle. Genau. Und da findest du halt auch alle, warte, kurz, nächste Seite. Da findest du halt auch alle Slots, quasi Informationen, und dann musst du halt jetzt, da gibt's halt auch, Bikini Bottom ist jetzt hier, glaube ich, das Goldene, also das ist jetzt quasi die Holzaxt, das ist halt wieder so ein Stick, und dann ist das jetzt golden, also das ist nicht mehr Holz, sondern golden. Und da musst du halt draufklicken, wenn du Bikini Bottom haben willst. Genau, dann steht das, Server wird gestartet, ja, genau, und warte, okay, und das klappt jetzt nicht. Genau. Okay, weil dann müssen wir auf, muss ich kurz eine andere Anleitung holen, weil das nämlich dann, wenn Fehler kommt. Sekunde. Also generell haben wir auf Minesucht eigentlich sehr wenige Fehler, deswegen ist die Anleitung auch nur 2 Seiten groß und private Server funktioniert halt schon lange nicht, aber da haben wir halt eigentlich nicht so Bock, das zu beheben, weil das sind ja nur private Server, sind ja nicht die öffentlichen. Aber meine persönliche Meinung ist, dass jetzt das natürlich kein öffentliches Statement. Okay, so, also beim privaten Server ist so, hier steht, bei Fehlern, ins Forum melden. Also man muss das ins, also man soll das ins Forum schreiben. Ja, also in der Anleitung steht jetzt, wie gesagt, ins Forum schreiben, also, ich weiß nicht, Sandro, du kannst auch bei dir nochmal, aber du musst halt dann auch was tun, so. Also ich kann das jetzt durchaus verstehen. Ja, also wie gesagt, du musst halt Fehler melden, das ist halt ein bisschen unverschämt, wenn du jetzt behauptest, dass wir die jetzt irgendwie fixen sollen. Weil wir sind nur Supporter. Okay, gut. Nee, das habe ich gerade nur ein bisschen falsch verstanden. 6,5 Stunden später. Ja, oder du lügst mich halt einfach an. Das könnte halt auch sein. Wie soll ich denn anlügen? Da weiß ich nicht. Sagst du es mir? Nee, Ben, ich hab keinen Bock mehr mit ihm zu reden. Kannst du mal bitte... Du musst dann nochmal den Hero ankaufen. Jetzt liegt mein ganzer Schreibtisch... Da will ich aber mein Geld zurück. Okay, jetzt wird's aber ein bisschen viel. Erst willst du nutzt gerade unsere Dienste, indem du Support von uns bekommst, und jetzt willst du dein Geld zurückziehen? Nee, er hat gesagt. Gibst du das bitte an Paul weiter, weil das ist dann Chargeback und ist ja ein Banngrund. Ben? Auf jeden Fall, wird gemacht. Okay, gut. Sonst, also du wirst dann, denke ich mal, in den nächsten paar Stunden gebannt, genau. Das ist doch schön zu hören.
Ja, perfekt, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und natürlich herzlich willkommen bei Asozialer Supporter. Ich bin der liebe Flux. War übrigens der gerade der YouTuber, der von. Ich dachte, oh. Warum? Ich habe es extra aufgenommen. Warum? Stimmverzerrer rausgehört. Hast du. Ab wann hast du es gemerkt? Schon die ganze Zeit. Schon die ganze Zeit. Alter, warum merken das immer alle? Ich muss diesen Stimmverzerrer stärker machen. Mich kann man nicht verarschen. Ey, ich habe halt wirklich eine Anleitung hier liegen, Leute. Beste. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es ist okay für dich, wenn du im Video bist. Natürlich. Perfekt, super. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Achso, mit dem privaten Server, es kann mal passieren, dass sie ausfallen. Das ist schon länger so. Ich kann dir natürlich jetzt aktuell nicht... Ich weiß nicht, ob Sandor dir da mehr sagen kann. Ob das, was da aktuell das Problem ist, nur das ist öfter mal aus passiert. Ich weiß nicht, Sandor, du kannst das ja vielleicht weitergeben. Ja, ich weiß leider auch nicht, woran das Problem liegt. Ich weiß nur, dass die privaten Server ganz frisch aus der Wartung draußen sind und in meinen Augen sollten die einfach gehen oder laut meinem Wissen sollen die funktionieren. Dementsprechend werde ich das direkt weiterleiten. Ja, genau. Also es wird weitergeleitet. Danke dafür. Und ja. Hallo, warum sagst du nichts mehr? Hat er sich jetzt einfach gemutet, Ben? Hallo? Ah, warte, jetzt habe ich irgendwas wieder gehört. Du musst ein bisschen lauter. Oh, schrei mal bitte rein. Hallo? Ah, ja, hast du Hallo gesagt, oder? Ja. Okay, perfekt. Wie lange willst du denn dann gebannt werden? Also auf dem Teamspeak und auch auf dem Minecraft-Server? Gar nicht. Okay, gar nicht, also im Prinzip 3 Jahre. Machen wir am besten permanent. Nein. Ja, gar nicht ist ja im Prinzip wie 0 und 0 ist ja quasi permanent. Eins. Eins? Ein Jahr. 1 Million Jahre? Ein Monat. Ein Monat? Tag. Ein Monat? Ein Monat ist schon eine gute Zahl, oder? Ein Monat mal ein 50 Tag. Plus 3 Monate sind wir dann bei 54 Monate. Das sind, wenn ich jetzt rechnen könnte, ein paar Jahre. Was passt, oder? Ja, willst du mich verarschen oder was? Kannst du bitte den Schwanz aus dem Mund nehmen? Machst du zuerst. Hast du gerade gesagt, mach du zuerst? Ehrenmann! Ja. Herzlich willkommen bei Asozialer Supporter. Ich denke mal, du weißt das schon. Ich bin der liebe Flux. Ich hoffe, es ist völlig okay, wenn du im Video bist. Wer bist du? Ich bin Flux. Herr Flux, du hast erst jetzt einen Stimmverzerr angemacht. Oh. Scheiße. Ja, moin. Okay, ja, dann lol. Okay, ich bin Flux. Ich bin YouTuber und es ist völlig okay, wenn du dabei bist bei Asozialer Supporter. Ja. Ja, wer super. Ist dein Kanal? Ich muss Flux. F-L-O-E-X. Okay. Leute, könnt ihr übrigens auch gerne mal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, Glocke aktivieren. Haut rein. Vielen Dank an Sandor. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei ihm auf Twitter vorbei. Egal, wo ihr ihn seht. Grüßt ihn auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Nächstes Mal dann wahrscheinlich am Samstag oder so. Da sind vielleicht auch mehr Leute, die nicht direkt checken, dass es Asozialer Supporter ist. letzte Worte, Sandor. Was willst du noch sagen? Abonniert alle Flux. Woo! Ciao, ciao. Wir sind so dumm.